Die DTM-Saison auf der Zielgeraden. Das vorletzte Rennen an der Adria wird dominiert von einem Thema, der Titel-Dreikampf bei Mercedes-Benz. Paul Di Resta, Bruno Spengler und Gary Paffett. Drei Markenkollegen mit Meisterschaftsambitionen. Der Top-Favorit, Paul Di Resta, ist zweifellos in einer grandiosen Verfassung. Die letzten drei Rennen hat er auf beeindruckende Art und Weise gewonnen und sich an die Spitze der Fahrerwertung katapultiert. Für DTM-Champion Timo Scheider ist der Schotte nun größter Anwärter auf den Titel. Momentan sieht es einfach stark nach einem Paul aus, der eine unglaubliche Serie momentan hinlegt. Von daher wird das noch eine schöne Meisterschaft, was den Mercedes-internen Kampf betrifft. Ich sehe ihn als stärksten momentan, aber ich möchte auch noch ein Rennen gewinnen, so ist es nicht. Vom Gejagten zum Jäger. Seit dem zweiten DTM-Lauf in Valencia führte Bruno Spengler die Fahrerwertung an. Durch den Ausfall in Hockenheim ist er nun in der Verfolgerrolle. Mit 3 Punkten Rückstand auf Di Resta hat Spengler aber noch beste Chancen, erstmals DTM-Champion zu werden. In Lauerstellung Gary Paffett. Mit 14 Punkten Rückstand hat er nur noch minimale Chancen auf den Titel. Im Gegensatz zu seinen Konkurrenten kennt der Brite den Kurs an der Adria. Und er gewann bereits 2005 die Meisterschaft. Vielleicht ein psychologischer Vorteil im Titelkampf. 3 Markenkollegen, ein Ziel. Es ist freies Fahren angesagt und mal hat der eine mehr Pech, mal der andere, aber alles ist offen und wir werden großen Sport bieten. Auf dem Adria International Raceway will Audi nach Valencia endlich wieder ein Rennen gewinnen. Mercedes-Benz hat den Titel bereits sicher. Jetzt geht es nur noch um eins. Welcher Sternefahrer wird DTM-Champion 2010?